Ist erster geworden, aber Siski ist zweiter geworden mit Dark Samus. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wer dritter geworden ist, aber wir starten schon. Levi mal wieder mit seinem klassischen Lukas. Und okay, also wir sehen das Mario und Daisy Duo. Und ich sehe auf der anderen Seite Corin, die man nicht allzu oft sieht, aber die in Doubles auch, glaube ich, gut abgehen kann. Dadurch, dass Schwertcharakter mit 4 Range und auch einer näher die... Oh! Und wir sehen auch schon Daisy gerade schon rausgeflogen. Corin ist jetzt die mit den Schwert. Ja, genau. Die hat das komische Kettensägenschwert. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie oft diese Teams miteinander teamen. Normalerweise ist es so, dass Syntag auch einer Teamspieler mit Squall zusammen teamt, der eigentlich auch heute kommen sollte, aber es leider nicht geschafft hat. Darum jetzt Levi, der auch aus seiner Umgebung kommt und Syntag zusammen teamt. Und ich bin mal gespannt, wie die beiden. Oh, sehr schön von Kenzie hier gerade mit der Abi aufgegabelt und den ersten Stock von Levi gezogen. Das heißt, die, was denn? Sind dann beide auch quasi stehen in dieser Konstellation zum ersten Mal zusammen? Das weiß ich nicht, ob zum ersten Mal, aber die sind auf jeden Fall keine Teampartner, die ständig miteinander sind. Normalerweise ist es das andere Flensburger Duo. Oder ein anderes, besser gesagt. Ich bin auch von auf jeden Fall gehypt, hier ein paar mehr Rostocker zu sehen. Also ein paar hatten wir schon hier, so 3, 4 vielleicht. Oh, oh, der F-Smash hat mich getroffen. Der hätte auf jeden Fall sehr viel Schaden angerichtet und vielleicht gefehlt. Aber hier der zweite Stop, auch schon runter von Shangus. Jetzt im Moment sieht es auf jeden Fall gut aus für Team Rot. Aber das kann sich schnell ändern. Oh, Levi kann den Stock behalten. Noch 150%. Aber das war's. Ja. Aber kennt sie schon fast. Rausgeflogen hier gerade. Syntag macht auf jeden Fall guten Damage und kann vor allem echt gut Knockback austeilen. Oh, Levi kommt auf die Stage zurück. Das hätte es auf jeden Fall sein können für ihn. Ja. Death Smash aber in die falsche Richtung. Sorry, ja. Ich schaue einmal. Okay. Okay, ich werde hier einmal ganz kurz einen Twitter machen. Damit die Leute Bescheid wissen. Er hat zum Glück jetzt einen Down. Dann sind jetzt alle, ne? Oh, okay, dann gucke ich einmal 5 Sekunden nicht hin. Und da ist Levi draußen. Und es sieht schon deutlich besser aus hier gerade für Team Blau. Aber da hat Syntag auf jeden Fall auch noch ein Wörtchen mitzureden. Manche Spieler sind in 2v1s oder 1v2s besser gesagt einfach echt auch richtig gut. Und im Moment teilt er gut aus. Oh, und der F-Smash trifft und das ist ein 1-on-1. Let's go. Ein knappes Game hier direkt im ersten Set, was wir sehen. So wollen wir das doch auf jeden Fall sehen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Mario der Main von Kenzie ist. Ich gehe aber davon aus. Bei Syntag ist es so, der spielt viele Charaktere. Vor allem Terry und Rob. Beides Charaktere, die man in Doubles jetzt nicht so unbedingt spielen möchte. Okay, warum ist das so? Also Rob ist einfach sehr groß. Also er hat praktisch eine große Hurtbox. Sehr leicht zu treffen. Gerade Charaktere wie Mario spielen gerne Ping-Pong mit dem Charakter, sagen wir so. Und er hat auch viele Projektile, die halt auch eben den Teampartner treffen können. Ah. Genau, und was Terry angeht, er ist einer von diesen, ja, ich will jetzt nicht sagen Shotos, weil er kein Karate-Kämpfer ist, aber einer von den Fighting-Game-Characters. Und die haben einen Auto-Turnaround. Die drehen sich immer in Richtung Gegner. Wenn da 2 Gegner sind, funktioniert das Ganze nicht. Das oh, und schön von Kenzie gemacht. Verhindert hier das Comeback von Syntag. Und
sichert sich das 1-0. Also 1-0 hier für Team Blau, Team Rostock. Ja, sehr schön gemacht. Das sah zeitweise sehr viel schlechter aus. Okay, ich höre gerade die Klingel. Ich hoffe, dass da jemand rangeht. Also ich muss zugeben, das war jetzt auch das erste Double, was ich so gesehen habe. Mhm. Ja, Doubles ist nochmal was ganz anderes als Singles auf jeden Fall. In den anderen Spielen, in den anderen Smash-Teilen war das ein bisschen aufgeräumter, sage ich jetzt mal, in Doubles. Also man konnte ein bisschen mehr erkennen, ein bisschen mehr Struktur. Und jetzt ist es ein bisschen mehr durcheinander. Aber man muss sich einfach ein bisschen dran gewöhnen, einfach weil die Charaktere anders geflogen sind. Früher haben die so ein gleichmäßiges Tempo gehabt und jetzt ist das wie, wenn man einen Ballon schlägt. Einfach so puh. Und dann, ja. Und dadurch passiert dann auch einfach viel mehr auf die Das sieht einfach alles so ein bisschen chaotischer aus. Ja. Aber wie gesagt, man muss sich einfach ein bisschen dran gewöhnen und dann ist auch Doubles in Ultimate sehr, sehr nice. Man muss dazu sagen, dass das ein bisschen aus dem, natürlich war Singles immer so die Main-Disziplin in Smash, aber früher war das auch ein bisschen mehr Publik und inzwischen ist das ein bisschen eingeschlafen, deswegen finde ich das ganz wichtig bei NEZ, das auch anzubieten weiter. Okay, wir sehen jetzt hier den Charakterwechsel von Syntek, der jetzt hier auf Incineroar gegangen ist. Ein Charakter, der unfassbar langsam ist, aber sehr viel Damage austeilen kann und auch an sich echt ein gutes Moveset hat. Also er hat nicht mal langsame Moves, er ist einfach nur langsam vom Movement Speed. Aber der kann richtig gut austeilen. Der ist ein kleines bisschen Fox-mäßig. Von dem Move her. Oh, er hat versucht, Levi zu gimpen. Dafür kriegen beide von Team Blue eine rein. Und ist ein cooler Charakter. Also ich spiele den auch. Und macht wirklich Spaß, mit dem zu spielen. Oh, und auch schon. Wow, okay, jetzt fliegen die Stocks hier rum. Nur Levi kann sein halten. Es sieht also sehr viel besser aus für ihn in dieser Runde. Ja, Incineroar vielleicht nochmal. Auf jeden Fall ein cooler Charakter, solange man gegen Chars und Spieler spielt, die, naja, die was zulassen. Also sobald sie zu campy werden und zu viel über Incineroar wissen, wird das deutlich langweiliger auf jeden Fall zu spielen. Weil man dann im Endeffekt nur noch am Rennen ist mit Incineroar und er rennt halt nicht schnell. Ah. Oh, fast gegimmt. Oh, ich dachte schon, dass Syntek da ihm noch so einen kleinen Dropkick reinhaut und ihn damit gimmt. Syntek auch schon auf über 100% gerade. Ja, und lieber hält immer noch den ersten. Ja, wichtig auch. Also eine Mechanik, die es in Ultimate gibt und auch schon davor. Oh, irgendwie gespiked. Sehr schön. Ist Rage, und zwar ab 50% aufwärts bis zu 150% bekommt man mehr Knockback, also die Gegner fliegen weiter weg bei seinen Angriffen. Das kann sehr gut sein, wenn du killen willst, es kann schlecht sein, wenn du comboen willst. Okay. Oh, und oh mein Gott, Levi macht das hier fast schon alleine gerade. Der hat schon, was, 4 Stocks gezogen gerade von Team Blau? Blau. Der macht das hier auf jeden Fall sehr, sehr gut, vor allem auf Stage. Okay, Syntek, zweiter Stock, Levis erster Stock sind weg. Das heißt, genau ein Stock Lead für Team Rot. Ich bin mal gespannt, ob die das halten können oder ob Team Blue hier vielleicht nochmal ein Comeback starten kann. Levi macht das auf jeden Fall sehr gut offstage. Also auch gerade, wenn er wenn er gimmt und sowas, dann kommt er halt immer mit der PK mit PK Thunder zurück. Und die Leute versuchen ihn meistens zu gimpen, was sehr oft nicht machbar ist. Oh, der holt sich den Stock hier mit dem Eagle Fire. Und dadurch macht er dann nochmal extra Damage. Okay, gimpen bedeutet jetzt was für den, der sich kaum auskennt? Also gimpen bedeutet, dass du praktisch dafür sorgst, dass der Charakter nicht mehr onstage kommt. Also, sich nicht mehr recovern kann. Ja, genau. So wie wenn er jetzt nicht mehr rangekommen wäre, dann wäre er gegimpt worden. Ja genau, es gibt eine ganze Menge Begriffe. Oh, und der Throw holt. Okay, das war auf jeden Fall ein deutlich weniger knapper Sieg hier für Syntek und Levi, die hier gerade ausgleichen. 1-1. Erstes Set schon sehr spannend.
Schön. Ja. Ja, das heißt, so da geht es jetzt gleich in die dritte Runde. Ins genau. Entscheidungs. Genau, Best of Three bedeutet, wer als erstes zwei Games gewinnt. Also man spielt höchstens drei Games. Das Ganze kann 2-0 ausgehen oder 2-1. Und ja, in diesem Fall wird es auf jeden Fall auf ein 2-1 hinauslaufen. Alles klar. So, ich bin mal gespannt, ob wir andere Charaktere sehen. Wir haben in diesem Match gesehen, dass Levi deutlich mehr gemacht hat. Ich bin darum gespannt. Oh ja, Syntek bleibt bei Incineroar. Und diesmal Blau. Also hier Team Blau in Rot und Team Rot in Blau. Ob das taktisch ist oder einfach nur Preference, wer weiß. Aber ich bin mal gespannt. Also wir sehen hier auch zum dritten Mal Small Battlefield, also die Stage hier. Die ist praktisch ein Battlefield, die ja drei Plattformen hat, oben noch eine, bloß halt ohne die oberste. Davon gibt es auch mehrere, also es gibt noch Pokémon Stadium 2, die sieht eigentlich ganz ähnlich aus. Die ist nur ein bisschen verwirrender, wenn man recovert. Warum? Weil die Edge unten, also diese Edge hier, die ist ein bisschen ersichtlicher als... Oh! Okay, auf beiden Stocks, auf beiden Seiten, genau, Early Stock Loss. Oh oh. Oh, okay. Kenzie kommt da gerade noch, nee, Moment, Shanks kommt da gerade noch aus dem PK Freeze raus. Ja, im Moment ist das auf jeden Fall nicht mehr her. Shanks kann gerade ganz gut den Stock halten. Außer, fast vom PK Fire noch verloren. Oh, und kann hier Levi den Stock klauen. Okay, damit eine kleine Lead jetzt hier gerade für Team Blau. Und Syntek verliert den Stock. Mhm. Zu greedy gewesen. Ja, das Stock verloren. Und jetzt wird's spannend. Das sah jetzt wirklich ein bisschen gut aus. Ja, also Incineroar ist halt offstage. Naja, er will schon eigentlich nicht offstage sein. Er hat schon mehr als eine Möglichkeit zu recovern, das ist immer ganz gut, aber er will schon nicht offstage sein eigentlich. Und da in dem Fall hat er sich zu viel zugetraut, wurde von Mario getroffen beim Recovern. Also hat er sowieso drücken müssen, die Abi, und ja, ist dadurch die Stage Spike geworden. Also ist gegen die Stage geknallt und dann. So, ist das ein Kill? Nein. Kenzie kann überleben, 120%. Und für Syntek ist das Ganze schon sehr scary hier gerade, mit einem Stock von 97%. Kann sich hier den Stock von Kenzie holen. Jetzt muss er aufpassen, jetzt muss er sehr, sehr doll aufpassen. Und am besten braucht er Revenge. Die Downbeat von Senora heißt Revenge. Wenn du damit eine Attacke konterst, dann bekommst du extra Schaden auf deinen nächsten Hit. Und das kann bis 60, 70 Schaden machen. Auch mehr. Okay. Wir sehen hier, Levi hat auch den Stock verloren. Das heißt, Stock-wise geht das Ganze hier auf jeden Fall auf Team Blau. Für Team Rot ist es sehr wichtig hier gerade. Nein. Syntek überlebt. Oh mein Gott, das ist hier gerade super knapp. Team Blau braucht unbedingt den Stock von Syntek, was sie auch bekommen. Okay, dabei geht auch der Stock von Shanks weg. Und jetzt ist es ein 2v1 wieder. Allerdings ist... Oh mein Gott. Schafft Levi das noch? Kenzie halt schon bei 130%. Lukas kann easy killen bei den Prozent. Oh oh. Oh, Stitch Face. Oh, okay, weggeworfen. Ja, vielleicht was Stitch Face bedeutet. Was ist das? Was ist das? Oh, das sieht nicht gut aus für Levi hier gerade. Kann er zurückkommen? Er schafft zu recovern, aber er kann nicht so richtig Fuß fassen. On Stage, und da kommt die Side B von Daisy, und das war's. 2-1 für Shanks und Kenzie. Oh, ganz, ganz knapp am Ende. Ganz, ganz knapp.